Heidi Klum, heißer Kuss. Mit diesem Moderator turtelte sie herum. Heidi Klum schwebt seit knapp 6 Jahren mit Ehemann Tom Kaulitz auf Wolke 7. Immer wieder wird das Model gemeinsam mit dem Musiker heftig turtelnd gesichtet. Doch zuvor schenkte die heute 50-Jährige ihr Herz anderen prominenten Männern. Einer von ihnen blieb bisher unbekannt, bis jetzt. Über das Liebesleben von Heidi Klum ist einiges bekannt. Sie turtelte mit dem Formel-1-Manager Flavio Briatore herum, mit dem sie Tochter Leni bekam. Eine längere Beziehung entstand jedoch nicht. Danach folgte eine Ehe mit Schmusesänger Seal, die von 2005 bis 2012 hielt. Anschließend war sie für 3 Jahre mit Kunsthändler Vito Schnabel liiert, bevor sie schließlich 2018 Tom Kaulitz kennen und lieben lernte. Doch nun hat sich ein weiterer Verflossener aus Heidi Klums Vergangenheit gemeldet, und er ist kein Unbekannter. Heidi Klum, heißer Kuss mit Ex-Viva-Moderator Markus Kafka? Ex-Viva-Moderator Markus Kafka plaudert nun im Podcast Ab 17 Bemerkenswertes aus, er soll Anfang der 90er Jahre mit dem damals noch unbekannten Model Heidi Klum einen Kuss ausgetauscht haben. Im Podcast-Gespräch erzählt er, man kannte die da noch nicht, aber da hat die auf jeden Fall schon gemodellt. Punkt. Da war die 19 oder so und ich halt entsprechend 3, 4 Jahre älter, glaub ich. Beide haben zu diesem Zeitpunkt in Bergisch Gladbach gewohnt, die Heimat von Heidi Klum. Dort traf sich die Jugend an einem Dönerladen. Und genau dort soll es auch zum Kuss zwischen Markus Kafka und der heutigen Germany's Next Topmodel-Jurorin gekommen sein. Und da war Heidi auch mit einer grün-weißen Adidas-Trainingsjacke und einer beigen Korthose. Das war so ihr Look damals. Und da war die damals schon die schönste im Ort. Und da hat man halt so random rumgeknutscht in Bergisch Gladbach, erinnert sich der Ex-Viva-Star zurück. Stimmte also die Chemie zwischen Heidi und Markus? Da ist sich der Musikjournalist nicht ganz sicher. Er hat eine andere Vermutung, weshalb es zum Kuss kam, ich war, glaube ich, der Einzige an diesem Abend, der Döner ohne Zwiebeln und ohne Knoblauch bestellt hatte. Das hat mich, glaube ich, für diesen Kuss qualifiziert. Heidi Klum könne sich jedoch an dieses romantische Intermezzo nicht erinnern, wie Kafka 3 Jahre später herausfand. Immerhin hat der Moderator zwischen sein Liebesglück mit Ehefrau Babette Conradi